So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy X in der HD Remastered Version. Nicht wundern, falls euch das jetzt ein bisschen lauter vorkommt, das Spiel. Ich habe vorher mein Audio-Kram, es läuft ja alles über von der PS4, über die hier Game Capture Card über OBS. Und ich habe jetzt mein PC mal 5% lauter gestellt bezüglich der Dings. Der Audio vom Desktop. Das heißt, es könnte minimal lauter sein. Ich hoffe, es ist nur nicht zu laut. Also, da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob es euch zu laut das in-game ist oder zu leise immer noch oder so. Ne? So. Jetzt kämpfen wir aber erstmal. Zack. Autsch. Autsch. Nummer 1. Natürlich. Zack. Wir sind in der Wüste von Picanel nebenbei. Und Rico will uns ja, hey, Nummer 18, ihr Heim uns zeigen. Ne? Dem Heim. Also zum Heim. Ne? Und wenn man, okay, anquatschen geht schon gar nicht mehr. Aber wer weiß, ne? Das Heim soll ja hier in der Nähe sein. Von Rico und so. So. Ricos Arbeit. Rico klaut erstmal von der da. Lulu. Blitzra. Rico ist so ein echt netter Charakter. So lebensfroh. So. Den muss man eigentlich einfach nur gern haben. So gefühlt. So. Yay. Noch mehr. Oh nein, ein Hinterhalt. Wie soll ich das nur überstehen? Ach ja, so. Oh, Aaron hat Zorn erlernt. Die Ekstase Zorn. Blitz. So. So, ich glaube, hier hinter war, genau, hier war nämlich noch eine, nicht nur eine Quest, eine Truhe, ja, ein paar Vögel und, autsch, gar nicht nett. Alter, könnt ihr mal Orin in Ruhe lassen? Der hat euch nichts getan. Waka. So. Items. Komm. Wir schmeißen mal die ganzen Potions hier mal raus. Einfach damit wir. Aber ich glaube, es war auch irgendwie. Genau. Da könnte ich zum Beispiel mal reinjumpen. Wenn ich denn Lust und Laune hätte. Genauso dort. Ach Gott.
Da habe ich jetzt keine Lust drauf auf das Vieh. Und tschüss. Und tschüss ist eine gute Möglichkeit, um aus Kämpfen, wo man echt keinen Bock drauf hat, zu fliehen. So, hier haben wir nämlich noch eine Truhe. Plump. 2 X-Potions. Guck mal an. So. Jetzt ist Rico wieder ran. Rico zur Stelle. Rico ist back. Zack. Zack. So. Ich wollte jetzt nicht unbedingt Lulu rufen. So, wir müssen nämlich hier ein Stückchen weiter. Und zwar hier müssen wir mal schauen. Da ist nämlich, man sieht es, eine Pflanze. Aber eigentlich ist das nicht nur eine Pflanze, sondern ein Sandspuckkraut. Saugt nasselementare Angriffe auf. Okay, nasselementare Angriffe heilt es also. Erstmal beklauen wir es. Allheilmittel hat es nämlich. Dann machen wir mal Blindhieb. Mal schauen, ob das... Nee, immun. Okay. Oh, Dauerkernspucken. Autsch. Owen gegen Kimari. Kimari, du schaust mal, ob du Draconic auf die Pflanze einwenden kannst. Anscheinend nichts Großartiges. Okay, benutzen. Wir brauchen was? Feuer oder Elektronik? Strom. Feuer bräuchten wir eigentlich, aber ich habe leider kein Feuerding. Okay. Lulu. Warte mal, was? Wie viel hatte das? 12.000. Feuer. Bam. Kimari gegen mich. Und ich mach mal Retard Heat. Scheiße, mein Schwert hat doch Wasserelemente. Das hatte ich natürlich jetzt nicht bedacht. Okay, komm, Elementi. Und ich versuche mal auf Feuer zu kommen. Ah, scheiße. Scheiße. Das ist natürlich richtig scheiße. Lulu, Feuer. Ich muss raus, weil ich habe ein Schwert, was Wasserschaden macht. Deswegen uncool. Also zum Teil Wasserschaden halt macht. Autsch. Feuer. Bams. Ah, natürlich. Daneben. Batz. So. So doof das klingt, aber so kriegt man Verwirrung am besten weg. Einfach angreifen. Feuer. Plump. Vernichtet. So einfach vernichtet man die. So. Einmal schnell. Achso, kann ja nur im Kampf, glaube ich, eingesetzt werden. So. Over here. Hier, hier. Over here. Ich würde sagen, das soll das Albed Alheim sein. Of all the places. Let's go.
Monster greifen die Albed-Festung an. Die Frage ist... Die Frage ist natürlich, wie kommen die ganzen Dinger dahin? Oh, die... Yevon Guado. Between Yevon and the Albed? Gaigak Fanuk! Guado Kuvundro Summonas. Vidran! Oh Gott. Und you Riku's friends? Well, just don't stand there. Come on. Let's go kick those Guado out of our hole. Und wir sind im Heim zwar, aber die Guado. Sid, leader of the Albed. He's my dad. Let's go. Yeah. We have to save Vater. Yuna. Not only Yuna, right? Right. Wait. Wenn man jetzt weiß man's ja. Sid ist ja Rikus Vater. Aber wenn wir richtig sehen, ist Sid ja eigentlich auch, glaube ich, der Onkel von Yuna. Das heißt, die sind verwandt. Wenn man es jetzt so genau nimmt, ne? Oh, Leiche geplündert. Ups. Da liegt noch ein Albed-Buch. 19. Genau, hier sind liegen überall die Albed-Leichen rum. Wir machen mal kurz hier, einfach weil wir es schnell mal können. Das kann uns ja eh nur helfen. Warum da ein Weg ist, weiß ich auch nicht. So. Kraft. Kraft. So. Genau, wie gesagt, wenn es zu laut ist, einfach in die Kommentare schreiben. Dann schaue ich mal, dass ich das irgendwie geregelt kriege. So, warte mal. Genau, wir müssen mit Kimari nach unten. Mit Riku gehen wir bis hier hin. So. Speichern. Sicherheitshalber. Denn die Kämpfe werden jetzt natürlich auch ein bisschen nervtötend. Aber okay. Rein da. Yuna, where are you? Oh, genau in die Mitte. Erstmal fett. Drei Bomber und eine Guado-Wache. Wenn man jetzt mal bedenkt, ne? Eine Guado-Wache. Zack. Genau das dachte ich mir. Dass er mir hier mit sowas kommt. So. Eis. Eisra. Zack. Autsch. Natürlich. Aber das hält mich nicht auf.
Denn erstmal ihn und dann Eisra. Zack, der erste weg. Owen wird jetzt einmal schnell mir eine Phönixfeder an den Hals schmeißen. Lulu, Eisra. So. So, ich glaube, am sinnvollsten ist es tatsächlich nicht. Rico, ne? Rico Cloud. Owen macht die Bomberseele zu Ende, die Lulu mit dem Eisra ein bisschen anschwächt. Und nebenbei, sie kann hier und da auch die Albed-Medizin verwenden. Zack. Farah. Farah. So. What in Yevon's name are those Quattro thinking? Wird doch nicht ganz sicher. Ich tippe mal die Richtung. Also da ist sie ja lang gerannt. Aus der Richtung kamen wir. Die anderen Richtungen scheinen blockiert zu sein. Also rennen wir in die Richtung. Verdammt. What'd he say? We have to get underground. Where's Yuna? The Summoner Sanctum. This way. Hier lang, da wo das Vieh angerannt kommt. Erstmal beklauen wir den Typen. So. Oren. Zack. Lulu. Feurer. Dann beklauen wir ihn. Mega Potion. Natürlich, Kung Fu. Aua. Nichts für ungut. Albed-Medizin. Zack, zack, zack. Owen. Voll die Nackenschelle. Albed-Medizin. Rico. Natürlich. Zack, der erste weg. Rico, Albed Medizin. Zack, zack, zack. Rico, nochmal Albed Medizin. Hoppala. Habe ich mir meine Kopfhörer ja gerade aus Versehen mal gemutet. Ups. Sollte man nicht machen. So. Normalerweise sollte man immer den anderen Typen, den da, platt machen. Allerdings muss ich gerade mal
schauen. Albedmedizin. Okay. Wisst ihr was? Wir machen hier kurz eine Folgenpause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir mit dem Kampf weitermachen. Dann runter in den Keller gehen, wo eventuell Yuna auf uns wartet. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Also dementsprechend, tschüss, ciao. Euer Livers. Gesamt.